Der Deutsche Bundestag wird nach den Grundsätzen des Verhältniswahlrechts gewählt. Das bedeutet, dass die Verteilung der Sitze auf die Parteien nach deren Zweitstimmenanteil erfolgt, nach dem Verhältnis der Zweitstimmen. Je mehr Zweitstimmen, desto mehr Sitze. Der Bundestag hat 598 Sitze, davon werden 299 besetzt durch Wahlkreisabgeordnete und die restlichen 299 durch Bewerberinnen und Bewerber auf den Landeslisten der Parteien. Mit der Erststimme wähle ich die Wahlkreisabgeordnete oder den Wahlkreisabgeordneten in meinem Wahlkreis. Es gibt 299 Wahlkreise, jeder Wahlkreis stellt einen Abgeordneten im Deutschen Bundestag. Mit der Zweitstimme wählen Sie die Liste einer Partei und die Zweitstimme ist maßgebend im Wesentlichen für die Verteilung der Sitze und das Sitzverhältnis, das Kräfteverhältnis der Parteien im Bundestag. Für die Verteilung der Sitze, für die Stärke der Parteien ist die Zweitstimme entscheidend. Und es kann natürlich sein, dass die Parteien Koalitionen bilden. Das heißt, es ist nicht sichergestellt, dass die Partei mit den meisten Zweitstimmen auch die Kanzlerin oder den Kanzler stellt. Ich wähle ja mit der Erststimme einen Wahlkreisabgeordneten und mit der Zweitstimme die Landesliste einer Partei. Nun kann es sein, dass eine Partei in einem Land mehr Wahlkreise gewinnt, als ihr nach den Zweitstimmen Landeslistensitze zustehen. Dann entstehen Überhänge. Bei den letzten Bundestagswahlen sind vergleichsweise viele Überhangmandate entstanden. Dann sind die Ausgleichsmandate hinzugekommen. Das hat eben dazu geführt, dass sich der Bundestag stark vergrößert hat. Wie es bei der nächsten Wahl aussehen wird, kann man allerdings nicht vorhersagen, hängt vom Wahlergebnis ab. Die 5%-Hürde gibt es deswegen, weil man verhindern will, dass eine zu große Zersplitterung der Parteien im Parlament vorhanden ist. Das heißt, dass es zu viele Parteien gibt, viele kleine Parteien und dass dadurch keine Mehrheitsbildung zustande kommt, die Handlungsfähigkeit des Parlaments eingeschränkt ist. Wenn ich Briefwahl beantragen möchte, muss ich folgende Frist beachten. Freitag 18 Uhr vor dem Wahltag. Dann muss der Antrag bei der Gemeindebehörde vorliegen. Sie können den schriftlich einreichen, da reicht eine E-Mail mit Name, Anschrift, Geburtsdatum oder Sie gehen persönlich zur Gemeindebehörde und erhalten dann die Unterlagen. Sie dürfen in der Wahlkabine nicht filmen oder posten, weil das Wahlgeheimnis extrem gefährdet. Wenn Sie aus der Wahlkabine rausgegangen sind, Ihre Stimmzettel in die Urne eingeworfen haben, dann können Sie sicherlich ein Selfie machen im Wahlraum und damit Ihren Freunden zeigen, dass Sie jetzt gewählt haben. Sie können sich natürlich unterhalten, diskutieren vorher mit Freunden, Bekannten, Familie, das ist ganz klar, aber normalerweise müssen Sie die Wahlentscheidung allein treffen.